Unterwegs in der Universität Mainz. Die Jung- und Erstwähler hier sind politisch durchaus interessiert. Statt zur Wahlkampfveranstaltung gehen sie aber lieber ins Netz. Dennoch, viele Studenten fühlen sich von den Auftritten der Parteien nicht wirklich angesprochen. Ich habe eher das Gefühl, dass das eher Themen sind, die uns in der Zukunft betreffen und nicht uns als Studenten jetzt generell so. Sondern halt eher später, was die Jobchancen angeht. Bei den Grünen, ja, da habe ich das Gefühl, das geht sehr auch an junge Wähler. Aber so bei anderen Parteien habe ich halt eher das Gefühl, das geht wirklich nur um Wirtschaft und wie kann man die Wirtschaft ankurbeln. Trotz Kritik an den Inhalten, die Parteien wissen längst, an die Jüngeren kommen sie fast nur über das Internet ran. Es ist ganz schwierig, den Nerv der jungen Leute wirklich genau zu treffen. Aber alle Parteien versuchen es. Und ich denke, wenn man alles in allem nimmt, dann sind es die Grünen, die da am besten abschneiden. Mehr als 9 Millionen Wähler werden bei der anstehenden Bundestagswahl unter 30 Jahre alt sein. Das entspricht rund 15% der Wahlberechtigten. Bei den Jüngeren ist nach neuesten Umfragen jetzt die Union mit knapp 28% stärkste Kraft. Stark vor allem die Grünen, mehr als 15%, fast doppelt so viel wie in der Gesamtbevölkerung. Auch die FDP erreicht derzeit bei den Jüngeren mit fast 11% ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis. Darüber freut sich Markus Dürr, junger Bundestagskandidat der FDP aus Neustadt an der Weinstraße. Der Straßenwahlkampf beginnt für ihn jetzt erst so richtig. Im Netz ist Dürr dagegen schon länger auf Stimmenfang, gerade bei den Jungwählern. Ich selber bin eigentlich 24 Stunden am Tag online. Und so kann man die ja auch ganz anders erreichen, über Posts bei Facebook, Bilder bei Instagram. Jung- und Erstwähler sind zwar die kleinste Wählergruppe, auch haben sie bislang die geringste Wahlbeteiligung. In Zeiten knapper Mehrheiten könnten ihre Stimmen am Ende aber entscheidend sein.